alles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Chlodwig zieht um. Wartet mal, wer wieder zu spät kommt. Chlodwig natürlich. Sieh zu, dass du deine Kameraden einholst, wenn du nächste Woche nicht wieder nachsitzen willst. Ist sowieso nicht möglich, weil ich nächste Woche gar nicht mehr da bin. Hm? Wieso bist du nicht mehr da? Weil wir umziehen. Ich habe gehört, wie meine Eltern gestern Abend darüber geredet haben. Aber dann gehst du ja in eine andere Schule. Mhm. Schon am Morgen schlechte Nachrichten. Und vergesst bitte nicht, euch auf die Erdkundearbeit morgen vorzubereiten. Ich auch, Frau Lehrerin? Ja, warum denn nicht, Chlodwig? Aber ich wechsle doch bald die Schule. Da lohnt es sich doch überhaupt nicht. Solange du in meiner Klasse bist, machst du alles genauso wie die anderen. Na hör mal, das ist doch logisch. Habe ich dich etwa nach deiner Meinung gefragt, du Streber? Schluss jetzt. Ich hoffe nicht, dass du die Schule mit einer 6 in Erdkunde verlässt. Ich auch nicht, Frau Lehrerin. Und jetzt komm nach vorn und sag dein Gedicht auf. Kannst du mir bitte erklären, was du da machst? Ich hab's nicht auswendig gelernt, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt keine Hausaufgaben mehr machen. Setz dich wieder auf deinen Platz. Heute bringe ich's nicht übers Herz, dich zu bestrafen. Ach, vielen Dank, Frau Lehrerin. Jetzt, wo du bald umziehst, werden bestimmt alle viel netter zu dir sein. Ja, das glaube ich auch. Gibst du mir aus Nettigkeit ein Stück von deinem Schokobrötchen ab? Hier, nimm alles. Die Neuigkeit hat mir sowieso den Appetit verdorben. Bringst du mich ausnahmsweise mal nach Hause? Warum sollte ich das tun, bitteschön? Ich bin bald nicht mehr da, da könntest du mir doch eine letzte Freude machen. Ja, und nach dem Essen treffen wir uns dann alle auf dem Bolzplatz zum Spielen. Und was spielen Natürlich wir? Natürlich Fußballschlafmütze. Ich bin keine Schlafmütze, du Blödmann. Wie wär's mit deinem Fahrradrennen, Jungs? Nein, das macht doch keinen Spaß. Jeder weiß, dass du das immer gewinnst. Aber ich fände es prima, wenn wir noch ein letztes Rennen zusammenfahren würden. Na gut, einverstanden. Aber nur, weil du umziehst. Klasse! Holt eure Räder, dann treffen wir uns vor dem Kino. Wartet, fahr doch bei uns mit, dann geht's schneller. Sag mal, ist das etwa dein Auto? Aber tu dir keinen Zwang an. Nick und Otto wohnen doch in deiner Nähe. Außerdem ist genug Platz im Auto. Na gut, zum Glück ziehst du nicht jede Woche um. Der über die Ziellinie fährt, hat gewonnen. Klar? Auf die Plätze, fertig und los! So ein Mist! Meine Kette ist abgesprungen! Armer Chlodwig, er wird schrecklich enttäuscht sein, wenn er sein letztes Rennen verliert. Oh, vielleicht sollten wir auf ihn warten. Sonst noch was? Stimmt, Nick hat recht. Wir sollten ihm wenigstens die Chance geben, uns einzuholen. Das würde Chlodwig auch tun, wenn wir umziehen würden. Das ist total unfair. Wir könnten doch langsamer fahren, dann ist es doch nicht so anstrengend. Diesmal sieht es aber nicht danach aus, als würdest du gewinnen. Quatsch, ich gewinne immer beim Radrennen. Hm. Worum wollen wir wetten? Um einen Kuss auf die Wange. So gratuliert man dem Sieger am Ziel nun mal. Habe ich im Fernsehen gesehen. Was? Einen Kuss? Nie im Leben. Du träumst wohl. Wie schade. Ich hätte dich so gern in guter Erinnerung behalten. Ich werde nämlich nächste Woche ganz weit von hier wegziehen. Ach ja, stimmt. Ich weiß. Gut einverstanden. Du bekommst einen Kuss. Du kannst ja sowieso nicht mehr gewinnen. Abwarten. Ich habe immer noch eine Chance. Juhu! Hey, wir haben doch gesagt, wir warten auf Chlodwig. Tut uns leid, wir können nichts dagegen tun. Wir rollen von alleine.
Du hast eine Abkürzung über den Bolzplatz genommen, du Rennschummler. Ja, warum nicht? Marie Hedwig hat mir einen Kuss auf die Wange versprochen, wenn ich gewinne. Kommt nicht in Frage. Ich kann Schummler nicht ausstehen. Ich auch nicht. Das ist unfair. Wir haben uns umsonst auf der großen Runde abgestrampelt. Wieso, was habt ihr denn? Hat doch keiner gesagt, dass man nicht über den Bolzplatz abkürzen darf. Ach ja? Wenn du das so siehst, gehe ich gleich nach Hause. Ja, ich auch. Spiel doch alleine. Wenn ich dran denke, dass ich dich fast geküsst hätte. Wartet, Jungs, kommt zurück. Wenn ihr wollt, fahren wir das Rennen noch mal. Ach, ich kann es einfach nicht glauben. Was bedrückt dich denn, mein Junge? Es ist wegen Chlodwig. Weil er wegzieht, sind wir alle freundlich zu ihm. Und er nutzt das aus. Och, das darfst du ihm nicht übel nehmen. Im Gegenteil, er soll doch eure Freundschaft in guter Erinnerung behalten. Nehmen wir mal an, Bleda würde von hier wegziehen, dann wäre mir das auch wichtig. Ja, du hast recht. Morgen in der Schule werde ich wieder netter zu ihm sein. Sehr schön. Hm? Wunderbar zu hören. Ich fahre nämlich nächste Woche in Urlaub. Ja, freut mich für dich. Und was willst du? Könntest du dich um meine Hecke kümmern, während ich weg bin? Du meinst wohl um meine? Nein, diese Hecke ist eindeutig meine. Nein, 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 nein. Die gehört immer noch mir. Außerdem habe ich das vorhin nicht ernst gemeint. Schon klar, hätte mich auch gewundert. Was willst du damit sagen? Hm? Die Erwachsenen haben eine komische Art, nett zueinander zu sein. Guten Morgen, Marie Hedwig. Bist du immer noch sauer auf mich wegen gestern? Ein bisschen. Aber ich will nicht nachtragend sein, denn du wirst schließlich schon bald von hier wegziehen. Und wenn ich dir sage, dass wir nun doch nicht umziehen, verzeihst du mir dann trotzdem? Was? Ich hab da was falsch verstanden. Als mein Vater was von Umziehen gesagt hat, hat er damit seine Arbeit gemeint und nicht unsere Familie. Willst du damit sagen, dass er nur das Büro wechselt? Ja, genau. Ich hab alles mit angehört. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Ja, Frau Lehrerin. Herr Hühnerfeld wird sich bestimmt auch darüber freuen. Hallo, Chlodwig. Ist heute dein letzter Tag? Wenn du willst, trage ich dir deine Schultasche. Ja, gern. Nett von dir. Nick, warum trägst du denn seine Schultasche? Um Chlodwig eine Freude zu machen. Komm, beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Sag mal, weiß Nick, dass du jetzt doch nicht wegziehst? Nein, noch nicht, um ehrlich zu sein. Das sage ich ihm erst später in der Klasse. So kann ich das noch ein bisschen länger genießen. Nick, warte auf mich! Ah, so ein Schmarotzer. Wir waren gestern ein bisschen zu unfreundlich zu Chlodwig. Ich finde, wir sollten netter zu ihm sein, damit er uns in guter Erinnerung behält. Ja, stimmt schon. Wir könnten ihm doch dabei helfen, in der Erdkundearbeit eine gute Note zu schreiben. Prima Idee. Was ist eine prima Idee? Naja, wir werden dir bei der Erdkundearbeit helfen. Damit du mit einer guten Note hier weggehst. Klasse. Und was ist, wenn ihr erwischt werdet? Nein, nein, die Lehrerin wird schon nichts merken. Wir riskieren das, damit du uns in guter Erinnerung behältst. Was versteckst du denn da? Hm? Zeig mal, was du da hast. Wie? Das ist ja die Handschrift von Nick und das ist die von Georg, von Franz und von Max. Zur Strafe bekommt ihr alle eine 6. Oh. Wir wollten, dass Chlodwig bei seiner letzten Arbeit eine gute Note bekommt. Was heißt bei seiner letzten Arbeit? Aber Sie wissen doch, dass er nächste Woche von hier wegzieht. Ich verstehe das nicht, Chlodwig. Hast du ihm die gute Nachricht noch gar nicht erzählt? Hm? Nein, ich wollte es Ihnen in der Pause sagen. Nach dieser Geschichte hier halte ich es für angebracht, Ihnen gleich zu sagen, dass du hier bleibst. Hä? das ist doch prima, oder? Ja, klar. Prima ist, dass wir deinetwegen alle eine 6 in Erdkunde kriegen. Und ich habe dich in der Limousine meines Vaters mitfahren lassen. Du schuldest mir ein Schokobrötchen. Ah!
verflixter Mist! Hier geblieben! Wer war das? Ich warne euch, ihr Lausebengel. Wenn sich der Schuldige nicht freiwillig meldet, müssen alle am nächsten Samstag nachsitzen. Ich bin das gewesen, Herr Hühnerfeld. Ach so, du warst das. Jetzt kann Klodwig aber was erleben. Ah ja, da du bald von hier wegziehst, werde ich diesmal ein Auge zudrücken und Gnade walten lassen. Aber nein, Herr Hühnerfeld, das ist so nicht ganz richtig. Ich weiß selbst, dass du eigentlich eine Strafe verdient hättest. Betrachte es als mein Abschiedsgeschenk. Hat er Ihnen endlich gesagt, dass er nun doch nicht umzieht? Eine gute Nachricht, hä? Oder nicht? In die Ecke mit dir. Na los, ich werde später mit dem Herrn Direktor über die Sache reden. Wahrscheinlich bekommt er jetzt doch großen Ärger wegen der kaputten Scheibe. Hoffentlich nicht. Klodwig ist trotz allem ein prima Kumpel.